Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 47, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Totalversagen, Umsetzung der E-Akt in Hessen muss schnellstmöglichst professionell angegangen werden, mit der Drucksache 20-8401 zusammen mit Tagesordnungspunkt 72. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Digitalisierung der Justiz, bürgernah, serviceorientiert und sicher, mit der Drucksache 20-8453. Und als erstes hat die Abgeordnete Schardt-Sauer von den Freien Demokraten das Wort. Ich dachte, es läuft schon mal los. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Justizministerin in ihrem Amt überfordert ist. Frau Kühne-Hörmann hat vor 8 Jahren ein gut bestelltes Haus übernommen. Hessens Justiz, unsere Justiz, war damals im Spitzenfeld. Hessens Justiz war ein Leuchtturm bundesweit, gerade in Themenfeldern wie Digitalisierung und Modernität. Optimale Startbedingungen, doch die Bilanz nach 8 Jahren ist erschütternd. Hessen ist im Konzert der Bundesländer als Justizstandort unter Führung dieser Ministerin unter ihrer Verantwortung sozusagen im Keller angelangt. Es bietet sich ein trauriger Blumenstrauß des Scheiterns und des Versagens. Trauriger Spitzenreiter mit weitreichenden Folgen ist das Scheitern des Projekts E-Akte. Das eine, werte Kolleginnen und Kollegen, das eine ist die mangelhafte Kostenkalkulation, der Anstieg von 37 Millionen € auf aktuell 235 Millionen €. Wenn dafür dann aber die inhaltliche Erfolgsmeldung da wäre, E-Akte flächendeckend eingeführt, Einführung realistisch, wäre das, ehrlich gesagt, im Interesse eines leistungsfähigen Rechtsstaats fast noch zu vernachlässigen. Aber nein, es ist noch viel schlimmer. So etwas wie eine Projektplanung, Kosten, Zeit, inhaltliche Meilensteine, eigentlich kleines Einmaleins in der Verantwortung dieser Ministerin, nein, Fehlanzeige. Es geht weiter. Die flächendeckende Einführung, Umsetzung der E-Akte in Hessen nach den Erkenntnissen der letzten Wochen wirkt das, ehrlich gesagt, nach den Jahren unter dieser Ministerin wie eine Fata Morgana in der Wüste. Dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Projekt E-Akte inhaltlich so wichtig. Es steht für kürzere Verfahrenslaufzeiten, eine leistungsfähige, eine moderne Justiz und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes, des Arbeitens in diesem Bereich. Die E-Akte ist der wichtige Baustein für eine moderne und leistungsfähige Justiz. Und deshalb, dieses Scheitern hat massive Auswirkungen. Die Ministerin wusste schon lange, dass es Probleme bei der Umsetzung gibt. Aber als Geistererfahrerin ist sie einfach weitergefahren, anstatt umzukehren oder einmal innezuhalten. Als Vertuschungstaktik zeigte die Ministerin mit dem Finger auf andere, hier NRW. Doch leider kam das wie ein Boomerang zurück. Das dortige Justizministerium hat öffentlich dargelegt, wie peinlich auch, ehrlich gesagt, das schlechte Abschneiden Hessens. Dafür sind nicht andere, wie so gern bei dieser Ministerin, sondern die hessische Justizministerin ist selber dafür verantwortlich, für das Scheitern. Richtig abenteuerlich wird es aber, wenn die Ministerin versucht, die Verantwortung, das macht sie bestimmt nachher auch wieder, auf ihren Amtsvorgänger zu lenken, der vor rund 9 Jahren, ist ja sozusagen vorgestern, vor 9 Jahren in Sachen IT Hessen an die Spitze geführt hat. Und Frau Kühne-Hörmann, Sie sollten eigentlich mal sich auch überlegen als Ministerin, ob das Souveränität ist, wenn man immer nur sagt, dafür bin ich nicht verantwortlich, ich ermittle nicht, das sind andere, und eigentlich bin nie ich schuld. Das ist wenig souverän für eine Ministerin. Vielleicht sollten Sie einfach mal auf die Praxis hören, auf die Gerichte, Land auf, Land ab.
Und mal so ganz in die Praxis, wonach Sie gerufen haben, sagt die Präsidentin des Amtsgerichts Frankfurt, immerhin das größte Amtsgericht, zur Implementierung der E-Akte. Ich zitiere. Wir sind noch weit weg von der praktischen Umsetzung. Momentan fehlt mir die Fantasie, wie das innerhalb von 3,5 Jahren passieren soll. Aktuell verbraucht das Amtsgericht Frankfurt pro Monat 8 Paletten Papier. Darüber hinaus gibt es 21 Kilometer Archivakten, die digitalisiert werden müssten. Dazu mangelt es aber an personellen Ressourcen und der Software. Man muss sich das einmal vorstellen. Das EDV-System wird derzeit mangels Alternative, Richter möchte während Verhandlungen einen Stick in den Laptop stecken. Oh, das geht gar nicht. Und wenn kein Wachtmeister da ist, tja, dann muss der Strafverteidiger halt warten, bis einer kommt, der zuständig ist. Da werden Verantwortlichkeiten hin und her geschoben, so die Amtsgerichtspräsidentin. Wieder nur wörtliches Zitat. Schlimm, im Jahre 2022 reduzieren wir unsere Gerichte regelrecht auf Druckstraßen. Anwälte, gleich ob Großkanzlei oder Einzelkämpfer, für die das auch wirklich ein Einzelkampf ist, auch organisatorisch, auch finanziell, die sind verpflichtet seit dem 1. Januar via BEA, dass sie alles nur digital an die Gerichte übermitteln dürfen. Nur, aber leider hat der Empfänger noch nicht das richtige Format. Es kann nicht digital verarbeitet werden. Man muss es ausdrucken. Und so wird weiter am Hessischen Wald rumgesägt. Und wir brauchen ganz viel Papier. Muten so moderne Arbeitsplätze an? Gewinnen wir so als Land Hessen Nachwuchskräfte in der Justiz? Mutet so ein moderner und leistungsfähiger Rechtsstaat an? In dem beschimpften NRW, da ist die E-Akte an allen OLGs Realität und übrigens Standard am Amtsgericht Köln und nicht nur in irgendeiner kleinen Einzelkammer. Amtsgericht Köln mit Sicherheit keine Provinz. Seit Jahren ist es unter Verantwortung dieser Ministerin bekannt. Es gibt Probleme mit dem System. Ich nenne jetzt noch einmal den Namen Eureka. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir haben in vielen Fachbereichen, wissen wir, Probleme, Herausforderungen in IT-Projekten. Das ist wahrlich nichts Überraschendes. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? In Baden-Württemberg hat man so eine ähnliche Erkenntnis in einigen Jahren gemacht. Es funktioniert einfach nicht mit diesen 2 technischen Legosteinen. Dann hat man eine Alternativbetrachtung gemacht. Und deshalb gibt es dort eine Standalone-Lösung als Konsequenz. Das ist übrigens so ein klassisches Modul in einem Projektmanagement. Ja? Ampel rot, was mache ich, was tue ich, was sind die Alternativen? Aber all das fehlt in Hessen. Und es gibt weitere Kritik, ganz offen in der Zeitung. Schön, wenn man da, oder schlimm, wenn man da zitieren muss, aus den Reihen der Justiz. Die Justiz nicht nur sozusagen mit mittelalterlichen Methoden, sie steht auch ansonsten mit dem Rücken zur Wand. Richter, Staatsanwälte, Geschäftsstellen sind am Limit. Der Richterbund fordert Anfang des Jahres 200 zusätzliche Richter- und Staatsanwaltsstellen. Ende letzten Jahres teilt der Präsident des Landgerichts Darmstadt mit, dass, ich zitiere, für 2022 bei dem Landgericht Darmstadt kein ordnungsgemäßer Gerichtsbetrieb gewährleistet sei. Die Zahl der Verfahren sei so sehr angewachsen, und das ist auch eine Anforderung an moderne Justiz, EncroChat und wie das alles heißt, dem muss man sich stellen, aber dafür muss man natürlich auch seine Justiz ausstatten. Die ist so angewachsen, dass ein Abbau nicht möglich ist. Es gäbe einfach zu wenig Personal und entsprechendes Know-how. Und ähnlich wie in Darmstadt, werte Kolleginnen und Kollegen, sieht es auch in Hessen aus. Der Traumjob Richter wird zum Albtraum. Die Pepsi-Zahlen zeigen die Überlastung. Und Gerichtspräsidenten senden via Zeitung Hilferufe an die Politik. Auch die Präsidentin des Amtsgerichts Darmstadt ist der Auffassung, dass sich, Zitat, viel ändern müsse, damit die Justiz in Hessen zukunftsfähig wird. Wolle die Justiz als Arbeitgeber nicht abgehängt werden, müssen sie sich dem Umstand stellen, dass sich die Arbeitswelt verändert und dass Mobilität, Flexibilität, Kommunikation und Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern dafür elementar sind. Eine sehr kluge Frau mit einer sehr klugen Aussage. Nur, das ist ja noch nicht alles, was so in der hessischen Justiz schlecht läuft.
Das Scheitern in Sachen E-Akte, mangelnde Digitalisierung, schlechte personelle Aufstellung. Dafür haben wir noch bundesweit sozusagen als Kassenschlager einen korrupten Staatsanwalt oder, die haben sich ja jetzt vermehrt, den Frankfurter Justizskandal. Dort konnte in den vergangenen Jahren ein System aufgebaut werden, wie man einen Rechtsstaat meldet. Und möglich, deshalb erwähne ich es, wir sind da noch nicht am Ende der Erkenntnisse, war es vor allem deswegen, weil es keine Kontrollen gab. Man muss sich das mal reinziehen an der Staatsanwaltschaft da. Es gab kein Vier-Augen-Prinzip. Das ist der Hammer. In jeder kleinen Kommunalverwaltung, den hätten wir schon eingeheizt. Aber da, ja, inzwischen haben wir es. Aber so richtig voran geht es nicht. Die Zahl der Beschuldigten, dank der Presse, kriegen wir das dann ja immer fast zeitnah, vermehrt sich und von Aufklärungswillen und offener Transparenz bei der Information, da wollen wir lieber mal nicht reden. Ich nenne das. Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, Sie müssen zum Schluss kommen. Bin auf der Zielgeraden, Frau Präsidentin. Was ist zu tun? Das Projekt E-Akte muss endlich professionell Sie wollten auch hören, Herr Müller, was man tut. Was ist zu tun? Das Projekt E-Akte muss endlich professionell angegangen werden. Es gibt übrigens ein Handbuch des Landes Hessen dazu, sehr zu empfehlen, auch dem Justizministerium. Es braucht eine Steuerung des Projekts auf höchster Ebene, Stabsstelle im Justizministerium. Und es bedarf eines ehrlichen, aufgeschlossenen Dialogs mit der Praxis zu diesem Thema, zu vielen Baustellen. Vor allem aber, werte Kolleginnen und Kollegen, kein Weiter-so. Hessens Justiz verdient mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Schardt-Sauer. Für die Fraktion der SPD hat jetzt der Abg. Kummer das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Viel schöner wäre es, wir könnten heute von Erfolgen sprechen. Stattdessen reden wir von Steuerungsversagen und dem unkontrollierten Verbrennen von Steuergeldern im Bereich des E-Justice-Programms. Die Kosten, und das ist eben schon einmal gesagt worden, aber Wiederholungen müssen manchmal sein, da prägt sich auch ein, die Kosten von ursprünglich geplanten 37 Millionen €, sind über mindestens 168 Millionen € auf nun erneut 235 Millionen € angestiegen. Kolleginnen und Kollegen, wie viele dringend benötigte Stellen in der hessischen Justiz könnten mit diesem Geld geschaffen werden? Wir kritisieren nun seit Jahren das fehlende Personal auf allen Ebenen der Justiz. Der Präsident des OLGs tut dies, einige Präsidenten der Landgerichte tun dies und ganz aktuell die Präsidentin des Amtsgerichts in Frankfurt, sie tut dies ebenso. Sie alle bleiben ungehört. Gleichzeitig dauert das Projekt auch deutlich länger. Eigentlich sollte die Justizdigitalisierung schon 2019 abgeschlossen werden. Mittlerweile geht das Ministerium von einem Projektabschluss im Jahr 2025 aus. Zum spätesten möglichen Zeitpunkt. Wir sprechen hier, Kolleginnen und Kollegen, von 14 Jahren, fast 14 Jahren, um das Projekt E-Justice zu realisieren. Das ist ein unglaublich langer Zeitraum. Fast drei Legislaturperioden des Hessischen Landtags braucht man, um E-Justice zu realisieren. Diese Woche erklärte die neue Präsidentin des Amtsgerichts, Kollegin hat es eben schon erwähnt, Frankfurt, Hessens größter Justizbehörde, dass sie die Umsetzung in den nächsten 3,5 Jahren, also bis Ende 2025, nicht sieht. Sie sieht das nicht bis Ende 2025. Frau Ministerin, ich frage Sie, sehen Sie das überhaupt noch? Nein. Wir bezweifeln das genauso wie die Präsidentin des Amtsgerichts. Planungen des Ministeriums, Kolleginnen und Kollegen, aus dem Jahr 2015 sahen vor, das Konzept in Hessen zu pilotieren und ab 2017 flächendeckend auszurollen. Tatsächlich wurde erst im Juni 2019 beim Landgericht Limburg die erste vollständige elektronische Akte in der hessischen Justiz pilotiert. Sie sagen, Frau Ministerin, der Medienbruch durch den Bund sei gewollt gewesen. Das stimmt so nicht. Tatsächlich zeigen Ihre Planungen im Jahr 2015 doch, dass Sie selbst durchaus abweichend geplant hatten. Sie strebten doch selbst an, ab 2019 die elektronische Akte bei allen Gerichten zum Laufen bringen zu wollen. Insofern wäre der Medienbruch bei gutem Projektmanagement vermeidbar gewesen.
Spätestens als absehbar war, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden konnte, hätte das Ministerium eine Lösung entwickeln müssen. Das haben Sie nicht getan. Die Konsequenz ist unter anderem die sogenannte Druckstraße der Anwälte für einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren bis zur gesetzlich vorgegebenen spätesten Einführung der elektronischen Akte. Bedeutet dies einen erheblichen Aufwand für das Ausdrucken elektronischer Eingänge. Allein am Amtsgericht Frankfurt verursacht das pro Monat 8 Paletten Papier. Weiterhin sind alleine für diesen Prozess 64 weitere Drucker angeschafft worden. Das ist, Kolleginnen und Kollegen, Realsatire und eine ungeheure Ressourcenverschwendung. Das Personal in der Justiz wird an den weitreichenden Änderungen der Geschäftsabläufe durch die elektronische Aktenführung nicht beteiligt. Beispielsweise hatten die Geschäftsleitungen der Landgerichte um einen Lösungsvorschlag für eine effiziente Vorgehensweise beim Scannen gebeten. Die IT-Stelle reagierte erst gar nicht. Sie reagierte dann erst 11 Monate später darauf. Das geht gar nicht. Eine ausreichende Beteiligung der Beschäftigten wollte die SPD-Landtagsfraktion mit einem Gesetz sicherstellen, dessen Entwurf von der schwarz-grünen Koalitionsmehrheit aber abgelehnt wurde. Kolleginnen und Kollegen, ein derart vermurkstes Digitalisierungsprojekt wird bei denen, die eines fernen Tages damit arbeiten sollen, ohnehin wenig Akzeptanz finden. Umso wichtiger wäre es gewesen, die Mitbestimmung der Bediensteten zu gewährleisten. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist aber auch die Beteiligung der Digitalministerin. Man höre und staune. Das Ministerium der Justiz berichtet an die Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung über den Projektfortschritt E-Justice und die bestehenden Risiken 3-mal jährlich. Und dafür gibt es dann aus dem Digitalministerium 5 Millionen €, die werden überwiesen an das Justizministerium für das Projekt vom Digitalministerium. Das war's. Das war's. Das war die Beteiligung. Wir haben also ein Digitalministerium, welches sich die Digitalisierung Hessens auf die Fahnen geschrieben hat, aber ein fundamentales Projekt wie die Digitalisierung der hessischen Justiz wird nicht maßgeblich begleitet. Wofür haben wir also überhaupt ein Digitalministerium? Ich kann es verraten. Es ist kein Geheimnis für digitale Dorflinden und Schecküberreichungen. Kommen wir zu guter Letzt zum Stil, Kolleginnen und Kollegen. Zum Stil. Eigentlich eher eine Nebensache. Aber in diesem Fall spricht sie Bände. Wieso, Frau Ministerin, haben Sie nicht die Größe und wieso haben Sie nicht die Demut, eigene Fehler ganz einfach einmal einzugestehen? Erst versucht die Ministerin, das Millionengrab namens E-Justice vor der Öffentlichkeit und dem Parlament zu verstecken. Als sie es durch den Bericht des Rechnungshofs nicht mehr verstecken kann, versucht sie auf furchtbar plumpe Art, die Verantwortung auf die anderen Projektpartner zu schieben. Eine benachbarte und politisch befreundete Landesregierung öffentlich so anzugreifen, das zeigt doch, wie groß die Verzweiflung ist. Die Reaktion ist in ihrer Unmissverständlichkeit einmalig. Die Reaktion von dort. Der nordrhein-westfälische Justizstaatssekretär hat nämlich klargestellt, Frau Kühne-Hörmann sagt die Unwahrheit. Nicht die Projektpartner sind schuld daran, dass die Digitalisierung der Gerichte in Hessen doppelt so lange dauert und mindestens 6-mal so viel kostet wie geplant, sondern das Versagen der Projektsteuerung bei E-Justice. Und dafür trägt niemand anderes die Verantwortung als die hessische Justizministerin der CDU. Kolleginnen und Kollegen, die Präsidentin des Amtsgerichts Frankfurt sagt zu Recht diese Woche presseöffentlich, und auch das muss man wiederholen, dass hier nur Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden. So löst man keine Probleme. Es ist unübersehbar, dass man im Ministerium von Frau Kühne-Hörmann die Kontrolle über das Projekt vollständig verloren hat. Weder die Ministerin noch ihr Staatssekretär werden ihrer Verantwortung gerecht. Und in diesem Zusammenhang frage ich, was macht eigentlich Ihr Justizstaatssekretär in diesem Zusammenhang? Dass eine Ministerin sich derart öffentlich blamiert in Bezug auf die Korrespondenz mit Nordrhein-Westfalen, dass eine Ministerin, die sich öffentlich so blamiert, Kolleginnen und Kollegen, künftig noch einen Platz am Kabinettstisch haben kann, ist schwer vorstellbar. Das komplette Steuerungsversagen von Frau Kühne-Hörmann beschädigt die Leistungsfähigkeit. Es beschädigt die Leistungsfähigkeit der hessischen Justiz. Ja, das ist so. Und kostet
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler viele Millionen in diesem Land. Fast zynisch ist es daher, dass immer wieder der Umstand erwähnt wird, dass die Ministerin nur deshalb im Kabinett bleibe, um den Nordhessen-Proporz der CDU im Kabinett zu gewährleisten. Kollegin Legen, das spricht den Menschen Hohn, die in immer längeren Verfahren in unserem Land Hessen auf ihr Recht warten. Das spricht den Menschen Hohn, die immer länger auf ihr Recht warten. Sie sind ebenso die Leidtragenden wie die sowieso schon überlasteten Bediensteten in der hessischen Justiz. Und nun noch kurz zu dem Dringlichen Entschließungsantrag von Schwarz-Grün. Zu diesem Dringlichen Entschließungsantrag von Schwarz-Grün, zu guter Letzt noch auf die Reise geschickt, ist nicht mehr zu sagen, als dass Ihnen von Schwarz-Grün offensichtlich das Problembewusstsein völlig fehlt. Wo waren Sie eigentlich im Rechtspolitischen Ausschuss, als der Hessische Rechnungshof sein vernichtendes Urteil zu dem Projekt abgegeben hat? Nehmen Sie endlich zur Kenntnis, dass andere Bundesländer viel, viel weiter und besser sind als die Justizministerin im Lande Hessen. Und dass nicht andere, nehmen Sie das endlich zur Kenntnis, dass nicht andere die Verantwortung an Ihrem Scheitern tragen. Das ist niemand anders als Sie selbst. Kolleginnen und Kollegen, die Regierungsmehrheit, das wissen wir ja, aber sie praktiziert ja das Prinzip, Mehrheit ist Wahrheit. Die Wahrheit, Kolleginnen und Kollegen, bleibt Wahrheit. Sie lässt sich auch durch den schwarz-grünen Koalitionsantrag nicht korrumpieren. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Kummer. Nächster Redner ist der Abg. Schulz für die Fraktion der AfD. Verehrtes Präsidium, liebe Kollegen, zunächst einmal vorab, die völlig unprofessionelle Arbeitsorganisation im Justizministerium von Frau Eva Kühne-Hörmann ist nicht nur durch das Desaster bei der Installation einer funktionsfähigen E-Aktenverwaltung belegt. Diese unprofessionelle Behördenorganisation zeigt sich exemplarisch auch in dem Korruptionssumpf bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Dort konnte nämlich der Hauptbeschuldigte Alexander Bartel mehrere Jahre lang sein korruptives Eigenleben führen, und zwar völlig unbeteiligt. Korruption von einem solchen Ausmaß mit immer weiteren neuen Beschuldigten kann nur bei intransparenten Organisationsstrukturen gedeihen. Klares, intransparentes und vor allem regelmäßiges, kontrolliertes Verwaltungshandeln. Das hätte ein derartiges Justizskandal ohne weiteres verhindern können. Dadurch wurde dem Ansehen der Justiz und dem Vertrauen in unsere Rechtsordnung nun schweren Schaden zugefügt. Und am schlimmsten ist, auch hier ist nicht erkennbar, dass die Ministerin personelle Konsequenz ziehen wird. Jedes Versagen wird beharrlich ausgesessen auf dieser hessischen Regierungsbank. Die E-Akte wäre ein Schritt in Richtung verantwortungsvollere Verwaltungskontrolle. Aber auch hier hat die Frau Ministerin total versagt, wie die FDP völlig zu Recht feststellt. Trotz Kostenexplosion um das Fünffache geht nichts voran. Sie saugen dem Steuerzahler das wohlverdiente Geld aus der Tasche und können damit nicht mal etwas anfangen. Und geradezu an Dreistigkeit grenzt auch der Umstand, wie wir von Kostenexplosion erfahren haben. Ganz klein, heimlich und am Rande erzählt die Frau Ministerin im Ausschuss und hat wohl gehofft, dass das an der Öffentlichkeit vorbeigeht. Aber das lassen wir, die demokratiefördernde Fraktion AfD und die FDP, Ihnen nicht durchgehen. Jetzt zum Thema, warum unterstützen wir als AfD die Umsetzung der E-Akte?
Laut dem Bundesgesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit Gerichten vom 10. Oktober 2013 und auch laut dem Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 muss in der hessischen Justiz ab 2022 der Rechtsverkehr elektronisch erfolgen. Und bis spätestens 2026 muss die elektronische Aktenführung umgesetzt worden sein. So wie es jetzt gerade aussieht, ist es aber ziemlich fraglich, ob diese Verpflichtungen umgesetzt werden. Und deshalb ist es genau richtig, von der FDP hier nachzuhaken. Das Projekt scheint völlig aus dem Ruder gelaufen zu sein, und zwar nicht nur, was die Kosten anbelangt. Überhaupt ist niemals auch nur eine genaue Aufschlüsselung der Planung von Zeit, Personal oder Baumaßnahmen veröffentlicht worden. Der Schaden für die Steuerzahler wiegt umso schwerer. Das Programmende von eJustice war darüber hinaus ursprünglich für 2019 angesetzt. Dann wurde plötzlich eine neue Programmlaufzeit bis 2025 verkündet. Die Laufzeit wurde somit fast verdoppelt. An einer Stelle müssen wir aber den Kollegen von der FDP entschieden widersprechen, auch wenn ihr Antrag wirklich berechtigt ist. Aber, Herr Rock, meinten Sie das wirklich ernst, als Sie der FAZ gesagt haben, dass die hessische Justiz sich an der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen beteiligen sollte? Unsere Justiz, und das wissen Sie ganz genauso gut wie wir, denn sonst hätten Sie nicht den Antrag gestellt. Unsere Justiz ist personell und materiell völlig unterbesetzt. Wir haben hier in Hessen seit Jahren marode Gerichtsgebäude mit maroder Ausstattung. Und unter anderem deshalb dauern die Verfahren gefühlt ewig. Und unter anderem deswegen jagt im Ministerium ein Skandal den nächsten. Corona tut ein Übriges. Und da bei all diesen desolaten Zuständen, denen er sich bewusst ist, da meint Herr Rock also allen Ernstes, dass unsere Justiz sich an Aufklärung von Kriegsverbrechen beteiligen soll. Da fordert er allen Ernstes von unserer Justiz, eine Infrastruktur zu etablieren, die ein sicheres Hochladen von Fotos und Videos erlaube. Das ist schlichtweg realitätsfern. Nach mehr als 10 Jahren hat es die Justiz nicht geschafft, die E-Akte vollumfänglich zu etablieren. Darin kann man erkennen, dass die FDP-Fraktion leider auf halbem Wege schlapp macht. Ganz wie ihr Bundesvorsitzender, der letztes Jahr einen Wahlkampf rechts von der CDU gemacht hat, aber am Ende mit den Grünen ins Bett gegangen ist. Lieber Herr Rock, zunächst einmal müssen wir die inländischen Verfahren ordentlich und vor allen Dingen in angemessener Frist mit fähigem Personal beschieden werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schulz. Nächster Redner ist der Abg. Christian Heinz für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, Frau Schardt-Sauer, Herr Kummer, ich stimme Ihnen sehr, sehr viel nicht zu, da komme ich gleich noch zu. Aber richtig ist, die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in die Justiz, das hat eine lange Geschichte und ist ein sehr, sehr komplexer Sachverhalt, wenn man den mit der nötigen Tiefe und Ernsthaftigkeit und auch Differenziertheit hier im Plenum betrachtet, was Sie leider nur sehr eingeschränkt getan haben. Ich möchte mal zurückgehen in der Historie, gehen 9 Jahre zurück. Die Rechtsgrundlage für alles das, was wir heute hier debattieren, ist schon im Oktober 2013 in Kraft getreten. Klammer auf, es gab damals auch besondere Verantwortung für die Justiz im Bund und im Land von den Freien Demokraten. Und inhaltlich ist das auch hervorragend. Auch dieses Bundesgesetz haben wir gemeinsam beschlossen in der Bundesregierung. Das war auch eine richtige und kluge Entscheidung. Und daraufhin, als sich herausgestellt hat, dass es eine ausgesprochen komplexe Aufgabe ist, die auch vor dem Land Hessen liegt, aber auch von den anderen 15 Ländern, hat sich Hessen damals entschieden, im Verbund mit mehreren anderen Ländern diese nötigen Schritte
und Vorbereitungen anzugehen. Und da geht es auch nicht um Parteipolitik oder irgendeine Couleur, sondern dieser Zusammenschluss war quer durch auch Linien von Koalitionen und Parteien, die dort Regierungsverantwortung getragen haben oder damals trugen, geschlossen. Die großen Mitglieder unseres Verbundes waren dann im Folgenden waren Nordrhein-Westfalen, das ist schon erwähnt worden, Niedersachsen, aber auch das Saarland war dabei und andere. Und was Sie dann aber so ein bisschen weggenuschelt haben, beide, war, dass von Anfang an klar war, dass die Zeitpunkte, auf die wir abstellen wollen, zweigeteilt sind. Es geht einmal um die elektronische Kommunikation und es geht zum anderen, es geht um die elektronischen Akten. Wünschen aus heutiger Sicht würden wir uns sicherlich alle, dass das zusammenfällt, die Einführung der elektronischen Kommunikation und die Einführung der elektronischen Akte. Aber, meine Damen und Herren, das können Sie nicht unter den Tisch fallen lassen, das Bundesgesetz war von Anfang an auf zwei unterschiedliche Stichpunkte angelegt. Wir haben zum einen das Jahr 2022, genauer gesagt den 01.01.2022, und deshalb haben wir heute auch diesen Setzpunkt hier. Bis dahin wurde die Verpflichtung zur Einführung der elektronischen Kommunikation geschaffen. Und das ist ja auch das, was die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte insbesondere im Alltag eben jetzt auch ärgert und auch aus meiner Sicht zu Recht ärgert. Die können ausschließlich elektronisch kommunizieren. Und wir haben den als zweiten Stichpunkt haben das Jahr 2026, nämlich die Einführung der elektronischen Gerichtsakte. Und in der Gesetzesbegründung von damals, wenn Sie die nachlesen, Herr Kummer, werden Sie auch sehen, dass schon in der Begründung des damaligen Gesetzes steht, dass über mehrere Jahre hinweg es auch Übergangszeiträume geben wird, wo man vermutlich beides haben wird. Damals hat man sich aus meiner Sicht sicherlich gewünscht, dass die Einführung der elektronischen Gerichtsakte nicht auf dem eher späten Zeitpunkt 01.01.2026, sondern lieber früher erfolgen soll. Aber zum einen hat der Bundesgesetzgeber schon damals gesehen, dass es diesen Bruch eben geben kann und diese Auseinanderklaffen, weil es eben so ein kompliziertes Verfahren ist und ein Nebeneinanderbestehen damals auch in Kauf genommen. Zum anderen, so, das ist aber nicht das einzige Beispiel, es gab schon viele komplexe Verfahren, auch Änderungen in der Verwaltung, wo sich eben dann im Laufe des Prozesses herausgestellt hat, dass es dann eben doch schwieriger war, als man das ganz am Anfang in der frühen Phase sich mal so überlegt hat, dass eben diese vier Jahre möglicherweise jetzt doch nahezu ausgeschöpft werden müssen. Das ist unbefriedigend sicherlich. Wir hätten uns auch gewünscht, dass die elektronische Akte flächendeckend in Deutschland auch schon zum 01.01.2022 da ist und alles elektronisch läuft, wie das beispielsweise in der Finanzverwaltung Bürgerinnen und Bürger schon seit vielen Jahren gewohnt sind und andersweit. Es ist aber nicht so gekommen. Es ist unbefriedigend. Aber, und jetzt komme ich zu diesen ja doch sehr massiven Vorwürfen in Richtung Landesregierung. Dieser unbefriedigende Zustand ist ein bundesweiter Zustand. Und auch das vielgelobte Land Nordrhein-Westfalen, auch dort gibt es noch ein Nebeneinher von zwischen Papierakte und der elektronischen Kommunikation. Das gibt es dort auch. Richtig ist, dass Nordrhein-Westfalen ein Stück weiter ist. Das hat einen einzigen sachlichen Grund. Auch Nordrhein-Westfalen hat sich in einem sehr frühen Stadium als einziges Land in diesem Verbund für ein anderes Verfahren entschieden. Das war im Nachhinein vermutlich richtig. Das heißt Judica. Alle anderen Länder haben sich für Eureka entschieden, was ja auch schon genannt worden ist. In dem Verbund, ich habe von dem Verbund gesprochen, in diesem Verbund haben sich alle anderen für Eureka, sechs andere Länder haben sich für Eureka entschieden. Und Nordrhein-Westfalen hat allein auf Judica gesetzt und hat einen gewissen Zeitvorteil. Als in diesem komplexen Verfahren, als man das dann erkennen konnte, haben sich ganz bewusst auch Hessen, aber auch die anderen entschieden, jetzt nicht im laufenden Verfahren die Pferde zu wechseln, sondern das bestehende Verfahren eben weiterzuentwickeln. Es ist eben nicht so einfach, dass man einen Teil rausschraubt, ein anderes einsetzt und dann fährt das Auto schneller, sondern wir sprechen hier über eine komplexere Herausforderung. Deshalb ist es so, dass in Nordrhein-Westfalen mehr pilotiert ist. Und das Hessen wahrscheinlich, haben wir gehört, auch im Rechtsausschuss, und haben uns dort lange mit beschäftigt, dass in Nordrhein-Westfalen, in Hessen diesem Sommer damit begonnen werden kann an verschiedenen Stellen. Das haben Sie alles gehört. Richtig ist aber auch, und da wird es dann unfair, wie Sie eben argumentiert haben, Herr Kummer. Sie haben gesagt, die beschimpfen sich gegenseitig. So habe ich es nie empfunden. Ich habe die Justizministerin nie so verstanden, dass sie irgendwelche Vorwürfe gemacht hat, sondern hat sehr, sehr sachlich und neutral dargestellt, dass jedes Land in diesem Länderverbund sich in einem frühen Stadium zu einem Beitrag verpflichtet hat
und unwidersprochen, zumindest bis jetzt, bin ja schon der vierte Redner zu dem Punkt, niemand vorher aus der Opposition hat widersprochen, dass Hessen in diesem Verbund sämtliche Beiträge fristgerecht erbracht hat bis zum heutigen. Hessen hat immer geliefert. Und dann darauf hinzuweisen, dass Beiträge auch von anderen Ländern früher hätten kommen können, das empfinde ich jetzt nicht als öffentliche Schmähkritik oder Auseinandersetzung. Das war ein sachlicher Hinweis auf eine konkrete Frage von Ihnen. Die wurde beantwortet. Diese Schärfe habe ich da nie herausgehört. Und wenn man eben weiß, dass man, wenn man im Verbund mit 5 oder mit 6 Ländern zusammenarbeitet, jeder einen Beitrag erbringen muss, die aufeinander abgestimmt sind, dann kann man sich das jetzt, um bei dem Bild von dem Auto zu bleiben, wo Sie einen Teil ausschrauben, ein anderes einschrauben, dann fährt es schneller. Eben davon muss man sich, glaube ich, lösen. Das ist mehr so wie ein Komplex eines Hausbaus, wo Sie verschiedene Gewerke zusammenbringen müssen. Und wenn es an verschiedenen Stellen dann etwas langsamer geht, und das kennen ja auch Bauherren in der heutigen Zeit, dann verschiebt sich manchmal der Zeitpunkt der Fertigstellung. Aber am Schluss wird auch ein gutes und stabiles Haus dort stehen. Und um bei dem Bild zu bleiben, ich glaube auch, dass wir auch die elektronische Akte dann, die können Sie nicht in Kubatur sehen, sondern dann nur, die haben wir dann digital flächendeckend. Die wird auch gelingen, diese Einführung. Die wird auch fristgerecht gelingen. Genau, das ist auch, glaube ich, hinreichend beantwortet worden. Wir haben uns stundenlang damit beschäftigt, Herr Kummer und Frau Schardt-Sauer. Das wird auch gelungen. Es wird nicht mehr im Jahr 2022 nicht mehr gelingen, aber unsere Maßgabe ist bis Anfang 2026. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, nachdem Hessen bislang alle Fristen eingehalten hat, seine Beiträge zu diesem Verbund erbracht hat mit den Nachbarländern, dass es uns auch gelingen wird, dass wir die elektronische Gerichtsakte genau wie alle Zwischenschritte auf dem Weg dahin zum 01.01.2026 in Hessen einführen zu können. Dann werden wir rückblickend sagen, dieser Übergangszeitraum, der war schwierig, der war auch aus Sicht der Betrachter und der Anwender war nicht schön, der war ausgesprochen unerfreulich, er hat auch zeitweise zu Mehraufwand gezählt. Aber wenn wir dann ganz weit zurückblicken, müssen wir vielleicht uns auch alle fragen, ob dieser Konstruktionsfehler nicht schon in der Geburtsstunde eigentlich lag, und zwar nicht im Jahr 2017, 18 oder heute, sondern im Jahr 2013, in dem man eben diese verschiedenen Geschwindigkeiten ganz bewusst in Kauf genommen hat und dann in der Gesetzesbegründung geschrieben hat, es wird ein Nebeneinander hergeben, und weil es so komplex ist, stellen wir auf 2 verschiedene Stichpunkte ab. Ich glaube, das wird man dann im Jahr 2026, wenn das alles reibungslos laufen wird, so dann rückblickend betrachten. Wir gehen jetzt durch noch 3, 3,5 anspruchsvolle Jahre bis dahin. Und ich glaube, es ist gut, wir tun alle gut daran, jetzt alle Energie darauf zu richten, dass diese weiteren Schritte auch gelingen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das den Handelnden gelingen wird. Und nach dieser doch schwierigen Transformationsphase werden wir am Schluss dann gemeinsam das erreichen, wohin wir wollen, nämlich die vollständige elektronische Aktenführung bei den hessischen Gerichten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Heinz. Nächste Rednerin ist die Abg. Förster-Heldmann, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank, Herr Heinz, für die sehr angenehme Rede und die sehr angenehme Erklärung und vor allen Dingen für die Richtigstellung von einigen, was im Vorhinein gesagt worden ist. Mit einem möchte ich aber mal beginnen, und zwar mit der Unterstellung, wir würden die Wahrheit in unserem gemeinsamen Antrag korrumpieren. Das weise ich mit aller Vehemenz zurück. Das ist nicht in Ordnung, so etwas einfach zu behaupten und es dann auch nicht zu belegen. Ich fand im Übrigen fand ich das auch ganz lustig, also eigentlich nicht lustig, aber Frau Schardt-Sauer, warum kommen Sie jetzt mit dem geschätzten Kollegen Herrn Dr. Hahn an? Ich meine, es geht doch nicht um Personenbeschädigung, und es geht auch nicht darum, um Personen in den Himmel heben. Also das möchte ich jetzt eingangs mal feststellen. Ja, darum kann es uns doch gemeinsam gar nicht gehen. Und ich will jetzt mal da anschließen, wo Herr Heinz aufgehört hat, nämlich mit der E-Akte und dem elektronischen Rechtsverkehr. Und damit es auch noch mal ganz klar ist, will ich zitieren, nämlich aus dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit
Bilderdrucksache 17-12-634 vom 16.03.2013. Darin steht schwarz auf weiß, eine gleichzeitige Einführung der elektronischen Akte bei allen Gerichten scheint nicht realisierbar. Elektronische und Papierakte werden für eine geraume Zeit nebeneinander her bestehen. Damit ist also klar, dass es nicht vermieden kann und auch nicht vermieden werden konnte, aus der Vergangenheit gesehen, parallel digital und analog zu arbeiten. Da wir einerseits weil wir die Frist ja eingehalten haben, haben wir natürlich auch mit der Einführung der elektronischen Akte einen tiefgreifenden Veränderungsprozess in dieser Innenarbeit und in der Verwaltung quasi herausgefordert. Daraus ergibt sich aber auch eine große Chance. Es gibt sich eine große Chance dahingehend, dass wir ja auch einen Generationenwechsel innerhalb der Gerichte haben. Und dann müsste man sich mal ein bisschen darüber nachdenken, ob das jetzt, weil das gerade der Anlass ist, so da quasi das Mega-Bashing zu betreiben, ob das richtig ist oder ob das vielleicht auch eine Chance ist, dadurch, dass alte, bewährte Richterinnen und Richtern analog arbeiten und sozusagen mit ihren jungen Kolleginnen die E-Akte einfordern und damit auch eine andere Arbeitsweise, sodass praktisch das ein Prozess ist, der natürlich auch Zeit braucht. Ja, und Sacharbeiter erleben natürlich die Einführung zuweilen als Verlust und beklagen, dass sie Vorgänge nur sequenziell und weniger in ihrem Zusammenhang sehen können. Daran kann man erkennen, dass es natürlich eine ganze Menge Herausforderungen gibt, gerade in dem Bearbeiten dessen, was Justiz machen muss. Und deswegen wird hier auch gleichzeitig die Chance und auch die Schwierigkeit deutlich. So, und dann haben wir ja noch ein anderes Problem, nämlich das des Datenschutzes. Und das ist irgendwie mir in den vergangenen Redebeiträgen ein bisschen zu kurz gekommen. Ich hatte ja mal das große Vergnügen, beim Fraunhofer SIT in Darmstadt vorbeizuschauen, das Unternehmen, das für Sicherheit im IT-Bereich zuständig ist. Und der Ministerpräsident Kretschmann hatte ist dort vorstellig geworden. Und der CEO dort, der Herr Weidner, hat gesagt, mein Haus, meine Mitarbeiter finden alles heraus. Es ist nur die Frage, wie groß ist das Interesse des Herauszufindens. Und daran kann man erkennen, wie wichtig der Datenschutz, nicht nur der datenbezogene Datenschutz innerhalb der Justiz auch ist. Weil es geht in manchen Verfahren um verdammt viel Geld. Und da gibt es auch viel kriminelle Energie. Und da komme ich gleich zum nächsten Thema, weil wir ja hier auch so eine Generaldebatte haben. Eigentlich dachte ich, es ging nur um die E-Akte. Dann wird dem Herrn Poseck unterstellt, er hätte quasi unter Anklage gestellt, die Justizbehörde unter Anklage gestellt in seiner Veröffentlichung. Nein, er hat darüber berichtet, öffentlich, wie es aussieht. Und das, finde ich, ist es doch wert in der Presse. Aber ich kann es doch nicht gleichzeitig als Anklage sehen. Sind wir doch froh, dass Justiz Eingang in unsere tägliche Presse gefunden hat und dass es dafür Interesse gibt. Und natürlich, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, mit dem Köbler aus Darmstadt bin ich natürlich auch in Kontakt und mit vielen anderen auch. Aber ich kann Ihnen sagen, all diese Herren und Damen vergreifen sich nicht in der Art im Ton, wie Sie das heute teilweise getan haben. So, und mit dem Datenschutz kommt natürlich eine ganze Menge, kommen da einige Probleme damit einher. Und ich sage, die Umstellung auf die elektronische Akte ist ein hochkomplexer, sehr komplizierter Prozess. Und 2017 hat man den Rechnungshof darum gebeten, bei der Begleitung des Prozesses doch hilfreich zu sein. Hat er abgelehnt, weil er gesagt hat, wir haben eh zu viel zu tun. Um dann 3 Jahre später zu sagen, hier wird unnötig Geld verbrannt, aber ohne Begründung.
Die 37 Millionen € waren eine Grobschätzung. Und es steht auch in dem Protokoll, den 50 Seiten Wortprotokoll, die wir ja von der letzten Sitzung oder von der vorletzten Sitzung ja haben, da steht es ja alles genau drin. Sie haben aber überhaupt keine. Ach, ja, ich will darauf jetzt nicht mehr eingehen. Aber das finde ich schon ist ein bisschen eine komische Sache, und Sie rücken da etwas in ein falsches Licht. Weil es ist ja klar gesagt worden, dass nachdem im November der Rechnungshof gesagt hat, nee, wir haben eh schon so viel zu tun, das Ministerium einen externen Berater einbezogen hat, schon im Dezember 2017. Die haben Ergebnis und Beratungen, Empfehlungen ausgesprochen, 2020, die auch alle umgesetzt worden sind. Das bitte ich Sie auch einmal zur Kenntnis zu nehmen. Und diese vielen Herausforderungen in der Justiz, die mit Pilotprojekten, mit Finanzbehörde ist schon benannt worden, wo es Teilbereiche gibt, wo es schon funktioniert, das müssen wir unterstützen, damit wir auch weiterhin alle Fristen einhalten können. Und dann, glaube ich, werden wir das gemeinsam alle gut hinkriegen. Aber wir kriegen es nicht gut hin, wenn wir uns einfach nur gegenseitig beschimpfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Förster-Heldmann.